Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen von einem Fall berichten, der sehr interessant ist und der zeigt, welche Möglichkeiten die biologische Zahnmedizin hat bei Krebspatienten. Denn es geht um eine Patientin, die hatte vor vielen Jahren einen Tumor im Bauchbereich und der ganze Körper war metastasiert. Das heißt, es haben sich Metastasen in vielen Logen und Bereichen des Körpers gebildet und die Tumormarker, das heißt die Werte, die aufgrund des Tumors hoch waren und entstanden sind, die waren extrem hoch bei dieser Patientin mit dem Tumor und den vielen Metastasen. So, nun, was wurde gemacht? Es wurde bei dieser Patientin die Nikos entfernt. Also nochmal zur Erinnerung, die Nikos, das sind ja diese Kieferherde, die voller Pilze, Viren und Bakterien sind und auch Rantes beinhalten, also ein spezifischer Entzündungsmarker ist, und bei dieser Patientin wurden einfach nur die vier Nikos aus ihren Kiefern entfernt. Nun, was dann geschah, war fast unglaublich, denn circa 4 Wochen nach der Operation, wo der Kiefer gesäubert wurde, sanken plötzlich die Tumormarker fast auf null. So, und dann muss man sich schon fragen, welchen Einfluss hatte denn da die Zahnmedizin, diese biologische Zahnsanierung? Nun,